Und damit, wie eigentlich in fast jedem Part zu Beginn, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge-Gnome-Hobbits und Enderlinge zu einem neuen Part, Miitopia, hier aus Weit gereist. Direkt zu Anfang, wir holen uns hier eine neue Quest. Aber erstmal müssen wir dem Michael R. sagen, dass wir, ja, wir müssen ihm es eigentlich nicht sagen, wir haben, er war ja mit dabei. Roboter mit Gesicht, der sich auch noch bewegt. Fantastisch, die Erfindung meines Lebens. Ja, das war er selbst. Na, aber gut. Ja, nehmen wir mal die nächste Quest an. Glaubst du könntest mir behilflich sein? Es geht um meinen Freund, Ash Ketchum. Er hat dieses seltsame Juwel an Land gezogen. Und dann ist es passiert. Plötzlich flog ein riesiges Monster aus dem Nichts heran. Dieses Ungetüm hat ihn einfach entführt. Ich war so geschockt, dass ich Hals über Kopf geflohen bin. Und jetzt fühle ich mich scheußlich. Kannst du mir helfen, Ash Ketchum zu retten? Ja, Boneklings für dich doch immer. Boneklings hat einen Quest für uns. Der Ort dieses grausigen Ereignisses war die eisige Höhle. Bitte rette meinen Freund. Ja, Ash Ketchum für Boneklings retten? Aber sowas von. Du hast die Quest von Boneklings angenommen. Na, aber sowas von. Oha, danke. Vielen Dank. Ich glaube, das Ding ist in Richtung der Puderhöhle geflogen. Bitte rette meinen Freund. Okay, er kommt nicht mit. Nicht? Schade. Ich hätte Boneklings gerne im Team gehabt. Schade, schade, schade. Aber dafür kriegen wir jetzt wieder Gutmachung, Ash Ketchum zu sehen. Der suchte wohl nach einem Eis-Pokémon in dieser Höhle. Huch! Nein, nicht schon wieder. Verflixt, das Team wurde in zwei geteilt. Das war aber lange nicht mehr dran. Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nichts, wir sollten einfach weitergehen. Oh, Kacke. Das Team wurde in zwei Hälften geteilt. Das gleich zu Beginn des Parts. Oh. Aber das Team ist gar nicht so klein. Okay, wir haben jetzt 5 im Gasthaus. Das heißt, ich nehme Putin mit in die eisige Höhle. Und ja, Finne muss leider noch im Gasthaus bleiben. Den lassen wir erstmal noch ein bisschen ausruhen. Da kann sich noch ein bisschen entspannen. So, wo lang nach oben, würde ich sagen. Weilung. Was Putin kann. Konnte ich nicht ganz lesen. Sorry. Was Putin kann ich schon lange, meinte sie so, glaube ich. So, fiese Formel auf die beiden Schneemänner. Blechi kann sie bestimmt auch gleich mit ihrem Blitz, mit ihrem Feuer rösten. Ja, genau. Feuer dürfte hier sehr effektiv sein. Ich helfe dir. Ist kein Pokémon-Kampf, aber egal. Da können wir jetzt endlich mal die Klingenfächer von Putin in Aktion sehen, bevor sie wieder weg sind. Für Zwergi. 600 Gold für das Team. Und weiter geht's. Ist Sarah etwas schlecht gelaunt? Wie geschwind wieder Lind. Ach nein, Putin pennt einfach ein. Wir bemerken es hoffentlich. Jupp. Gerade so noch bemerkt. Wo ist Putin? Kampf ohne Putin. Naja, so schlimm ist das nun jetzt auch nicht. Ich meine jetzt zu wissen, dass das Team halbwegs gleich aufgelevelt ist. Aber was ist denn das für ein Viech dort? Und wer bist denn du? Was machst du? Du hast eine Gitarre. Was für ein Vogel bist denn du? Ein Vogel bist du nicht, aber... Gitarrenspieler. Ibims 1 Gitarrenspieler oder was? Genau so. Genau das ist er. Zangenangriff gelernt. Weh, da steht jetzt wirklich Ibims 1 Gitarrenspieler. Okay, ich hätte Impuls einsetzen sollen, dann hätte ich es gesehen. Ach Mist, wir werden es wohl nicht erfahren.
Sie erledigt es natürlich. Hashtag Oenami. Ja, war es ein Ends-Gitarrenspieler. Ein E-Gitarrenspieler. Ja gut, Level 14 Putin. Den haben wir wohl lange im Gasthaus gelassen und nicht mitgenommen. Nicht so schnell. Ach komm. Kannst wohl keinen Langzeitsprint aushalten. Komm, Sarah, wir halten aus. Meine armen Beine. Ach, Putin. Sein so eine Memme. Oh, jetzt haben wir hier Schneefrau A und Schneefrau B. Oh, diese Banshees. In Wirklichkeit sind das doch Banshees. Erzähl mir nicht, das seien keine Banshees. Das sind Schneebanshees. Keine Schneefrauen. Wir schmolzen. Das ist der Golden Army. Dann mal los. Moment. Brennende Klingenfächer. Epische Sache. Brennende Klingenfächer. Nice. Jetzt will ich aber noch mal auf so einen Gitarrenspieler treffen. Ich will wissen, was das ist. Ist das ein Zombie oder was ist mit dem los? Tja, erstmal kommt ein Gasthaus. Der weiß, ob wir noch mal auf so einen Zombie spielenden Gitarren treffen. Einen Gitarren treffen, einen Zombie spielen. Treffen. Ah. Angeben gelernt. Aber gar nicht mit Absicht, dieser Versprecher. Gar nicht. Ich verspreche mich doch nie mit Absicht. Das ist alles immer aus Versehen. Zur Schlafenszeit sollten wir schön leise sein. Ich schnarche ganz bestimmt nicht. Seltsame Geräusche in der Nacht sollten wir ignorieren. Moment, was? Und wenn uns jemand nachts ins Ohr flüstert, dann sollten wir auf keinen Fall nachsehen, wer es ist. Kann ich mit irgendwie das Zimmer tauschen? Ja, mit mir, Finna. Nee, mit mir nicht. Wir waren schon lang genug in einem Zimmer. Du kannst zu Putin. Das können wir machen. Und weiter geht's voran. Und so aus, als ob wir bald mal das andere Team steuern müssen. Wie es wohl den anderen geht. Genau, jetzt müssen wir das andere Team steuern. Inzwischen. Ja. Die sind immer noch dort. Warum die eigentlich immer noch dort rumsitzen und zwischendurch nicht weitergelaufen sind, ich weiß es nicht. Es hilft nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter. Jo, machen wir's. Macht ihr's. Ich kann ja keinen von denen steuern. Da sind ja dann, ja, sind ja dann alle nicht ich. Und alle, die nicht ich sind, kann ich in Miitopia leider nicht steuern. Schade eigentlich, aber ist so. So brechen wir mit einem neuen Team auf. Ist ja nur ein Level, was wir mit dem Team bestehen müssen. Und ein bis zwei Bosskämpfe, nein, Quatsch, keine Bosskämpfe, sondern Monsterkämpfe. Dreiweggabelung, drei Möglichkeiten. Mittig? Wenn ich mich nicht entscheiden kann zwischen rechts und links, gehe ich einfach mitten durch. Wieso nicht? Raschel, raschel, das ist bestimmt ein Monsternest. Da ist etwas im hohen Gras. Ein wildes Pokémon. Was mag das sein? Nachschauen. Das Ash Ketchum mit seinem Pikachu. Da ist doch glatt ein Affe im Gebüsch versteckt. Ein Monkey. Der Affe liegt eine halb ausgefütterte HP-Banane fallen. Er lässt eine HP-Banane fallen und rannte davon. Dann ist sie jetzt wohl meine. Eine von dem Giraffen angeknabberte Banane. Die willst du noch schnabulieren? Ach du Schande. Flink wie ein Wiesel. Okay, hier haben wir noch eine Kreuzung, zum Glück nur mit zwei Varianten. Oben ist besser. Ich gehe oben ins Längs. Können wir etwas langsamer machen? Nein, Donald. Nein, das können wir nicht. Wir können nicht langsamer machen. Attacke! Ich helfe dir zu zweit Angriff. Okay, ich denke, das kriegen sie hin. Ich kann nicht steuern. Das tut mir so weh. Das juckt mich so unter den Fingern. Einfach da nicht mithelfen zu können. Ich muss nur die Steuer hier verteilen. Ein Kinderspiel. Damit noch mehr Kinderspiel wird, damit es noch mehr Kinderspiel wird. Schutzsteuer und Ultrasteuer verteilt. Ist eigentlich scheiße. Aber was soll's. Es ist einfach nice. Guckt euch das Team an. Geschützt und in Ultraposition. Das ist einfach unfair. Irgendwie. Irgendwie sehr, sehr unfair gegenüber des gegnerischen Teams. Ich sehe es ja ein. Ist generell irgendwie unfair, dieses Miitopia-System. Ein Gegner oder manchmal zwei Gegner und ein ganzes Vierer-Team hier. Ein bisschen, naja, wir sind ja die Guten, die können es machen.
Eine Spielbanane, die noch nicht von einem Affen angefressen wurde. Cool. Kannst der Blacky was davon abgeben? Ich meine Lisa. Nicht so schnell. Ja, Donald, der ist immer so schnell außer Atem. Und wieder Schneebanshees. Ich meine natürlich Schneedinger. Wie hießen die? Schneebanshees, die heißen Schneebanshees. Die Schneefrauen. Vergiss gleich mal Schneefrau. Ein blöder Begriff hier. Sieht man noch eindeutig, dass das Schneebanshees sind. So, attackierend. Was der Ultra-Stell ist, verwirkt. Nur für einen Kampf. Schade. Und die Schutzstreuer auch nicht mehr. Ich bin enttäuscht. Banshee-Tränen. Sag ich doch, wir kriegen Banshee-Tränen. Von den Schneefrauen. Da sind das Schneebanshees. Ein Gasthaus. Nice. Dann treffen wir wohl gleich auf unser restliches Team. Auf den Rest des Teams. Dann ist das Gasthaus wieder voll. Was gibt's denn bei Donald und Andy zu besprechen? Oh ja. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Nice. Gesangsstunde bei denen. Level 4 Bekannte. Kümmern gelernt. Und weiter geht's. Kommen sie wieder zusammen. Oh, da, sieh mal. Oh, hallo Donald. Jetzt sind wir wieder zusammen. So ein Glück, dass es euch gut geht. Das Team ist jetzt wieder vereint. Yippie-yay. Aufgepasst. Worauf aufgepasst? Das geschieht. Oha. Ash Ketchums Gesicht wurde geklaut. Du da. Bist du Ash Ketchum? Keine Sorge, wir werden dich retten. Kampf gegen Eiskönigin Ash Ketchum. Vor allem Eiskönigin Ash Ketchum. Nee, ist doch... Natürlich, jetzt habe ich gegen mit dem Team in diesem Bosskampf. Und ich setze natürlich mal wieder fiese Hummer ein, was natürlich sehr viel bringt bei einem Gegner. Okay, ich setze mal kurz was ein. Wenn das der erste Ultrasteuer von Greeny ist. Stimmt, der Greeny ist ein bisschen unterlevelt. Könnte ein bisschen schwer für ihn werden, hier im Kampf zu bestehen. Impuls auf Ash Ketchum, geil. Eiskönigin. Die Eiskönigin. Let it go, let it go. Ach, verflixt. Greeny wurde besiegt. Ist halt noch nicht so stark wie der Rest des Teams. Habe ich halt nicht trainiert in letzter Zeit. Impuls. Juhu. Ja. Alle gleich dann. Nein, Blacky. Ich hätte noch einen Schützer einsetzen sollen. Aber Blacky. Dafür ist Greeny noch zu schwach. Dafür den Lebenssteuer zu verschwenden. Attacke! Komm, das kriegen wir hin. Blacky ist noch ultrafiziert. Ich kriegst du das hin, heftig anzugreifen. Uha, diese Eisattacken. Doppelhieb! Ist nur eine neue Taktik von ihr. Uha, sie ist schon über die Hälfte besiegt. Die Eiskönigin. Maske vor Andys Schnauze. Impuls! Blacky ist dran. Mampf und Mampf. Hält sich selbst. Das ist gut. Das finde ich immer toll, wenn man sich selbst hält. Team. Nein! Die sind sehr geschwächt. Habe ich noch irgendwelche Streuer, die ich einsetzen könnte? Schutzstreuer zum Beispiel. Und ein Ultra-Streuer hatte ich noch. Das wird noch reichen müssen. So, wir haben sie fast besiegt. Kommt, Megafeuer. So, Annelie mit Ultrafizierung. Greif an. Juhu! Ich helfe dir. Tag. Ich wollte Attacke sagen, aber hab nur Tag gesagt. Nice. Ich dachte, ich wäre erledigt. Okay, das Gesicht sieht hässlich. Dazu. Mal sehen, wie es in dem Mii aussieht, wenn es zurückgegeben wurde. Wer für Greeny. Bonus ERF. Ja, muss Greeny kriegen. Level 13 für Greeny. Eispastillen. Hol mal dein Gesicht zurück. Okay. Es gibt deutlich bessere Ash Ketchum-Mies. Was soll das? Davon kann ich meinen Enkel noch erzählen. Bitte Ash Ketchum. Warum habt ihr nicht einfach mal einen besseren Ash Ketchum-Mie rausgesucht? Was soll denn der Mist hier? Das ist doch... Darüber kann ich mich doch nur beschweren. Das ist
Guck mal, was soll dieser Mund? Was ist mit dem Mund los? Nein, die Augen verschoben und die... Aha, Augenbrauen. Und was ist das für ein Pickel auf der Stirn? Meine Fresse. Entschuldigung an den, der das mir erstellt hat, aber... Muss das dann in die Endauswahl kommen? Ist das... Nintendo, bitte. Naja, das wäre zum Beispiel dieses Juwel. Ach, der hat gefragt, was wir wollen, was als Belohnung oder was. Scheiße, habe ich jetzt überlesen. Sorry, tut mir leid. Habe mich zu sehr über den Ash Ketchum Me aufgeregt. Was? Das ist alles, was du willst. Yep. Nichts leichter als das. Bitte sehr. Augenjuwel links. Fehlt uns nur noch das Augenjuwel rechts. Das Monster war auch hinter dem Juwel her. Also pass gut auf dich auf. Okay. Ich mag den Ash Ketchum sowas von sehr. Also ich bin Pokémon-Fan. Das wisst ihr aus meinen Pokémon-Let's Plays. Aber ja, vielleicht gerade deshalb mag ich es nicht, wenn Ash Ketchum verunstaltet wirkt durch dieses Mii. Ja, so schlimm ist es nicht. Aber ja, komm, man hätte schon besseren treffen können. Du hast die Quest von Bone Kings abgeschlossen. Naja, den hätte ich auch gern mitgehabt. Können. Na, Bone Kings. Juhu, das wäre dann schon das dritte Juwel für den Himmelsturm. Noch eins und dann bekommen wir die Tür auf. Und dann kann der dunklere Förster was erleben. Außerdem retten wir Grund. Uns hält nichts mehr auf. Ja, nur noch dieses Gasthaus. Das wird uns noch aufhalten. Und ein Notfall, der hält uns natürlich auch noch sehr gut aus. Auf. Nein, Annelie. Annelie hat sich in der Kettung eingefangen. Meine mächtigste Kriegerin. Meine einzige Kriegerin. Sie ist sehr stark. Team. Nicht erkältet sein, Annelie. Nein, du bist ein starkes Teammitglied. Ohne dich muss ich wieder Sarah mit ins Team nehmen. Sie ist nur eine Köchin. Na gut, ein bisschen weitermachen können wir doch noch. Was gibt's denn unter uns hier zu besprechen? Fantastische Erinnerungen. Meine Schwester erzählt mir von ihren Erinnerungen. Das soll auch mal passieren. Und was ist dann passiert? Das wird wohl nicht erzählt. Level 13, gute Freunde. Ja, ich muss mal die Zimmer... Ja... Bevor es hier wieder zweideutig, dreideutig, vierdeutig und mehrdeutig wird. Miitopia, das hat's gerne. Och nein, diese Pikachu-Mies, bitte lasst die bleiben. Ich hasse die sowas von... Nein. So, wo muss ich das... Ach so. Da hinten war doch der... Ja, Bunklings. Ich hab deine Mission erfüllt. Eine unglaubliche Last ist von meinen Schultern gefallen. Endlich ist Ash Ketchum wieder daheim. Er hat mir sogar meine feige Flucht verziehen. Okay, welche Quest nehmen wir wohl als nächstes an? Nicht die vom Pikachu, der hat auch keine Quest. Alter Schwede, das passt doch absolut gar nicht als Mii. Mit dem Körper dann noch dazu. Wow. Heute geht's ja um miese Mies. Und wie wär's denn mit dieser Quest hier? Für den nächsten Part vielleicht. Alles, was wir zu essen kriegen, ist Salat. Jeden Tag immer nur Salat. Ich habe die Nase voll. Ich will wieder mal ein schönes Hacksteak. Es wird Zeit, dass es auch mal wieder was Süßes gibt. Oh, hey, du da. Ich meine natürlich, dass es ein Hacksteak gibt. Ich will Steak, ich will Fleisch. Hör zu, es ist wichtig. Es gibt da ein paar super leckere, herzhafte Steaks. Sie sind versteckt an einem geheimen Ort im Flammenberg. Geh dorthin und du kommst mit. Nichts wie los. Der Flammenberg wartet auf uns. Da gibt es einen leckeren Schnitzel. Genau so. Ach so, ja gut. Dann werden wir vermutlich kein Juwel finden, sondern nur diesen leckeren Schnitzel. Aber... Man kann nicht jeden Part, also nicht jede Quest ein Juwel kriegen. Ich denke, das nächste Juwel kriegen wir dann von der Katze hier. Aber ja, wir können ja am nächsten Part auch ein bisschen hier mit der Fee ein bisschen auch mal einen anderen Quest machen. Wir müssen ja allen mal helfen. Auch andere Quests müssen mal sein. Oh, Abmarsch, da sind wir wieder im Flammenberg.
Na, da wollte ich eigentlich nicht mehr hin, aber für diesen einen Quest müssen wir es nochmal machen. Eine HP-Banane erhalten. Naja, die hätte ich auch verzichten können. Auf die hätte ich sehr gut verzichten können. Meinung. Wie eine Schreitsbeheilung. Seit wann ist meine Tasche eigentlich so voll? Dann hol doch mal raus. Es war eine HP-Banane drin. Der Brief war auch noch dabei. Da, den hat mir wohl jemand eingesteckt. Ah, Maggie die zweite. Lieber Zwergi, eine HP-Banane macht den Sieg zwar nicht einfacher, aber wahrscheinlich, hier hast du eine. Wahrscheinlicher. Deine Blackie die zweite, auch Lisa genannt. Black Metal Fan Lisa. So, Zwergi hält eine HP-Banane. Das ist ein fürstliches Geschenk von Lisa. Das nehme ich auch immer wieder gerne an. Hey, Zwergi, hat Knoblauch gegessen? Nein, ich habe keinen Knoblauch gegessen. Ich mag keinen Knoblauch. Ich esse keinen Knoblauch. Aber Zwiebel. Ich weiß nicht, ob das direkt einen Unterschied macht, aber ja, ich esse kein Knoblauch. Das sind Zwiebeln, die du riechst, Juni. Das sind Zwiebeln. Definitiv. Oha, was haben wir denn hier? Fluchpanzer. Genau so. Juni war doch mal in einem Panzer drin, oder? Es dürfte doch ein schweres Trauma für ihn sein, gegen solche Panzer zu kämpfen, oder? Das dürfte doch eine miese Sache sein. Wir haben nicht genug HP-Bonbons. Oder MP-Bonbons. Was meint er? Ja, MP-Bonbons. Lüchsels hat eins geklaut. Stimmt, dafür war der Dieb noch gut. Mampf. Köstlich. So, dann besiegen wir mal noch den zweiten hier. Die Kamm dafür macht er jetzt mit. Das ist nice. Auch Kinderspiel. Ja, das war tatsächlich irgendwie schon ein Kinderspiel. Und ein Flammenschild haben wir erhalten. Was kommt als nächstes? Eine Schatztruhe? Nein, ein Gasthaus. Da werden wir jetzt mal übernachten. Und ja, ich würde direkt mal sagen, im nächsten Part machen wir weiter hier im Flammenberg. Warten gelernt. Zwischen Blackie und Finna. Ja, auch gut. Die Merkel will noch ein neues Blumen-Outfit. Der Putin möchte einen neuen Fächer, einen Banknotenfächer. Uhahaha. Decki möchte einen knallbunten Anzug, ein buntes Outfit. Ara möchte einen Wok. Schluss finde, der möchte einen Topflappen, warum auch immer Topflappen. Sei es ihnen gegönnt, habe ich ihnen alles gekauft. Kann es ja am nächsten Part weitergehen. Bis dahin habt noch eine angenehm frostliche Zeit. Gebt diesem Video einen Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Bewertet das Video dementsprechend, wie es euch gefallen haben sollte. Ein Däumchen nach unten sollte, ja, es euch aus irgendeinem Grund nicht gefallen haben. Ist auch eine Art der Unterstützung. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt und das nächste Video euch ansehen möchtet. Habt's noch einen, das sagte ich schon. Sorry, wo war ich? Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.